aus der Kita Bad Münna. Wir haben heute ein Spiel vorbereitet. Da braucht ihr Tischtennisbälle, Teesaffel, Strohhalm und Behältnisse, so wie diese Becher. Wir wollen nämlich einen Pusteparcours machen. Und wie das aussieht, zeige ich euch mal. Wir haben das schon ein bisschen vorbereitet. Da schwenken wir jetzt einfach mal hin. Ich nehme mir nochmal so. Wir haben das hier schon mal auf einem Tisch vorbereitet. Da haben wir ganz verschiedene Strohhalme in verschiedenen Formen. Hier hinten haben wir einen Becher. Und jetzt sind eurer Fantasie keine Grenzen gesetzt. Entweder nehmt ihr den Tischtennisball und pustet ihn nur mit dem Mund ganz hier hinten rein. Hops. Oder ihr nehmt den Strohhalm und pustet ihn dahin. Ihr könnt es auch draußen machen. Dann nehmt ihr vielleicht einfach verschiedene Rohre wie Toilettenrollen oder Zilberrollen. Oder vielleicht hat euer Vater draußen noch ganz große Rohre, die kann man befestigen. Und dann könnt ihr das Spiel machen. Entweder auf den Tisch oder vielleicht in der Wohnung. Da macht ihr einen großen, so ein großes Parcours einfach vom Wohnzimmer zur Küche. Da sind eurer Fantasien keine Grenzen gesetzt. Wir wünschen euch viel Spaß.